Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Secret Files Tunguska. Ja, wir haben sehr, sehr viel gefunden in der letzten Zeit, aber ich habe absolut keine Ahnung, was wir jetzt damit machen können. Wir hatten ja gesagt, dass wir jetzt nochmal in das Grab reingehen. Ich weiß jetzt nur gerade, das ist gar nicht das Grab gewesen, Mist. Ach so, genau. Nee, wegen der Goldmünze war es jetzt, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir jetzt ins Grab reingehen wollten. Ich gehe nochmal eben raus hier. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Das war, glaube ich, das Grab. Weil da oben sind wir herausgekommen. Genau. Der Sarg ist aus massivem Stein. Ja, da sagt er immer noch das Gleiche. Ehrlich gesagt, ich wollte ja eigentlich noch weitergemacht haben, aber ich habe es dann nicht mehr geschafft, weil es war auch viel zu spät. Und ich habe jetzt total vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Also ich fange jetzt quasi wieder bei Null an, gedanklich. Ich weiß jetzt überhaupt nicht. Ich finde aber immer noch die Sache mit der Fackel, die ist irgendwie wichtig. Also wir haben jetzt diese Münze bekommen. Ich denke mal, ja, weiß ich nicht, dass wir die irgendwie erhitzen müssen oder so vielleicht, weil die in der Zange drin ist. Oder als Medaillon nutzen müssen, dass wir das ja austauschen müssen. Andererseits, wofür brauchen wir denn Draht und Eisenkette? Das finde ich so komisch. Die Speerspitzen, also da kann ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen. Die Öllampe finde ich auch irgendwie so seltsam. Ach, das war eine Fackel. Können wir die vielleicht? Ich glaube. Ja, perfekt. Irgendwo konnten wir doch, wo ich noch gesagt habe, da bräuchten wir jetzt eigentlich was, nicht Wasser. Da bräuchten wir jetzt eigentlich Feuer bzw. Streichhölzer. War das hier im, wo ist denn jetzt hin? War das hier im Kamin? Nee, da kann man sie nicht benutzen. War das denn vielleicht oben? Nee, oben auch nicht. Da war noch die Sache mit dem Hebel, wo wir sicher noch irgendwas machen müssen. Wofür haben wir denn? Was sind wir denn gestern alles gewesen? Ach, ich glaube, ich weiß, wo das war. War das im ersten? Nee, das war das. Müsste das hier gewesen sein. Genau, hier die Feuerstelle. Vielleicht können wir die jetzt mit der... Okay. So, die Frage ist jetzt, müssen wir das jetzt erhitzen oder müssen wir... Kann natürlich sein, dass wir daraus jetzt das Medaillon machen müssen wegen dem Draht. Aber wie können wir das denn... Oh ja, das stimmt. Ich nehme die Münze jetzt besser wieder aus dem Feuer raus, sonst fließt mir das Gold in die Esse. Können wir das abkühlen? Können wir nicht... Heiß da dran machen an den Draht können wir es auch nicht. Wir müssten, können wir hier... Die Speerspitzen sind zu groß und zu breit, um damit die kleine Münze zu bearbeiten. Die sind zu groß. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Schraubendreher oder so wahrscheinlich. Sowas haben wir nicht. Ich sehe gerade da oben die eiserne Jungfrau, aber die wird wahrscheinlich auch zu groß, oder? Die Spitze hat die Goldmünze mühelos durchbohrt. Oh. Ich stelle mir besser nicht vor, wie das aussehen würde, wenn ich zwischen diesen Dornen stecken würde. Okay, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das wäre zu groß und wollte eigentlich jetzt nochmal dahin. Aber okay, ja, wunderbar. Dann haben wir aber kein richtiges... Mit glühendem Goldring. Ach, das ist ein Ring. Kann man den denn jetzt... Ah, jetzt kann man den abkühlen, okay. Hübsch. Vielleicht sollte ich ihn Nina schenken. Steht dir bestimmt gut. Ja, fände ich super. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir den nicht vielleicht noch für irgendwas brauchen. Ja, jetzt haben wir diesen Ring hergestellt, aber was müssen wir jetzt mit den ganzen anderen Rest machen? Wir haben die Zange. Ja, Zangen. Brauchen wir jetzt eigentlich nichts. Die brennende Fackel, denke ich mal, hat ihren Dienst getan, indem wir die Feuerstelle hier angemacht haben.
Den Draht. Oder müssen wir das immer noch kombinieren? Nee. Vielleicht mit der Kette kombinieren? Damit wurden wohl Nein, früher okay. die Gefangenen festgekettet. Ja. Hoffentlich brennt die Fackel. Ja, ist ja gut. Aber was mache ich jetzt mit dem Ring? Kann man den irgendwo draufstecken vielleicht? Was war denn? Nee, hier unten kam ich nicht weiter, ne? Da war nur diese Kerze. Ich weiß nicht, ich meine so als Ehering. Achso, das ist das Himmelbett. Ihm kann ich ja keinen Ehering ranmachen, oder? Wir können es mal ausprobieren. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Oh. Okay. Was haben wir denn hier ausgelöst? Also, war jetzt eher so ein Scherzgedanke von mir, aber gut, dann können wir auch... Ja, cool. Dann können wir endlich die Nische angucken. Da liegt ein kleiner Schlüssel drin. Ein Schlüssel? Geht's hier noch irgendwie weiter? Nee, hier ist noch abgesperrt, ne? Ich denke mal dann, ob wir da noch andere Sachen finden müssen. Oder. Also, ich meine, alles, was wir jetzt oben dran gemacht haben, hat dafür gesorgt, dass wir jetzt hier weitergekommen sind. Theoretisch, ich weiß jetzt nicht, was da hinten noch ist. Das sieht mir so aus, als ob das hier hinten frei ist. Theoretisch müssten wir noch zwei Sachen wahrscheinlich auf die Statue drauf machen, damit wir dann hier den Weg frei bekommen. Weil irgendwie alles, was wir in der letzten Folge oder den letzten zwei, ich bin mir gar nicht sicher, gemacht haben, war ja im Endeffekt irgendwas herzustellen, was man dann auf die Statue drauf machen muss. Moment. So, sorry, ich musste mir mal eben die Nase putzen und hier zumachen, weil, wie man vielleicht hört, ich bin gerade tierisch erkältet. So, ja, also, aber wofür haben wir jetzt den Schlüssel bekommen? Das ist jetzt die Frage. Haben wir irgendwas, ein Kästchen oder so? Nee. Würde mir jetzt spontan nur sagen, also nur einfallen, dass wir da ins Haus wieder zurückgehen. Ich meine, hier ist ja nicht allzu viel. Kann man vielleicht hier den Schreibtisch, den kann man jetzt aber nicht. Die Uhr vielleicht. Hallo? Nee. Oben irgendwas? Da kann man auch nirgendwo einen Schlüssel reintun. Ein kleiner Schlüssel, wozu der wohl gut sein mag. Komisch. Hier wäre nur das Grab, ne? Oder ist vielleicht irgendwo eine Stelle, wo man den Schlüssel dann reintun kann oder sowas? Habe ich hier irgendwas übersehen? Der Sarg ist aus massivem Stein. Keine Chance. Irgendwie den Schlüssel. Vielleicht kann ich die mit der Zange machen, keine Ahnung. Also es ist. Mit den Ketten habe ich ja, glaube ich, schon probiert. Der Sarg ist aus massivem Stein. Keine Chance. Moment. Hä? Ich werde mal das Lampenöl in die Rille gießen, die einmal rund um den Sarg führt. Meine ich doch, da war gerade was grün. Jetzt hat er. Toll, jetzt hat er da Lampen. Ah, Moment. Kann man das. Dann wollen wir dem guten alten Lord Morangi mal seine wohlverdiente Feuerbestattung geben. Vielleicht ist ja tatsächlich was dran an dieser Geschichte, dass er herumspukt, weil ihm eine angemessene Beerdigung verwehrt wurde. Was war das denn? Ist es plötzlich so kalt hier oder bin ich das? Habe ich mir das jetzt nur eingebildet oder. Okay, aber es hat sich jetzt kein geheimer Mechanismus
Moment, was ist das? Öffnung? Die Öffnung scheint mit Wachs in der Farbe des Sarkophags verschlossen gewesen zu sein. Das Feuer hat jetzt das Wachs zum Schmelzen gebracht und die Öffnung freigelegt. Ja, aber... aber was soll man da rein? Speerspitze vielleicht? Nee. Also wahrscheinlich nichts von den Sachen, die wir jetzt dabei haben. Oder es ist eine Öffnung für einen Schlüssel. Die sterblichen Überreste von Lord William Morangi. Können wir da jetzt... Ist das das Amulett? Ja. Entschuldigen Sie, Lord Morangi. Ich muss einen Ihrer Nachkommen retten und ich hoffe, Ihr Amulett wird mir dabei helfen. Okay. Aber was bringt uns das jetzt? Das Amulett ist wunderschön und mit Symbolen verziert. Ach so, ja, ich bin ja auch so doof. Ich bin die ganze Zeit versuchen, ein Amulett herzustellen. Ich habe den Draht durch die kleine Öse des Amuletts geschoben. Das ist schön. Dann können wir das doch ganz sicher... wo ist denn die jetzt gewesen? Hier? Nee. Dann können wir das doch jetzt ganz sicher hier an der Statue festmachen, oder? Es ist doch irgendwie alles darauf aus... Der Draht ist zu kurz. Damit könnte ich das Amulett höchstens am kleinen Finger befestigen. Wollt ihr mich verarschen? Oder soll man dafür die Eisenkette? Wenn ich das andere Ende des Drahts in die Kette drehe, sollte es halten. Echt jetzt? Ich dachte, das ist so eine riesenlange Eisenkette. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Ja, schauen wir doch direkt mal nach. Aber das ist dann auch nur die eine Tür, ne? Irgendwas müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ja, die andere Tür ist noch nicht geöffnet. Keine Ahnung, wie ich durch das Gitter kommen soll. Die Frage ist jetzt, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob man hier noch irgendetwas machen könnte. Also der Schlüssel ist weg, die Statue ist jetzt weg. Wir haben quasi alles weg, ne? Hm. Ich weiß nicht, was das mit den Speerspitzen auf sich hat. Die Speerspitzen sind zwar sehr alt und waren auch schon im Einsatz, aber sie sind immer noch ziemlich scharf. Sind immer noch ziemlich scharf. Soll ich damit irgendwie was durchlöchern, was kaputt machen? Kaputt machen. Also das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, aber ich weiß nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, weil das ist ja gar nicht hier die Gegend. Wir haben doch noch dieses Brett zurückgelassen. Hier habe ich ja schon, bis auf die Sache, oder muss ich das mit dem Kronleuchter? Moment, das könnte ich nochmal ausprobieren. Muss ich da irgendwas Scharfes am Kronleuchter machen oder so? Oder die Kette irgendwie durchrasseln? Naja, okay, das geht auch nicht. Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Ich lasse den Hebel mal lieber wieder los, sonst kracht mir gleich der Kronleuchter runter, der an der Kette hängt. Ja, aber ich denke mal, er soll ja runterkrachen. Ich meine... Weiß ich nicht, wenn man den Stuhl wenigstens bewegen könnte. Ich frage mich, warum der Sessel mitten im Raum steht. Ja, keine Ahnung, warum der im Raum steht. Warum steht der da? Ich weiß es nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das hat irgendwas mit dem Sessel zu tun, mit dem Kronleuchter. Zweimal über den See rudern und schon fallen mir die Arme ab. Ich sollte dringend mehr Sport machen. Alle Leute sind weg hier. Also die Kette, die kümmert... Ach, das ist bestimmt hier irgendwo im Weinkeller... übrig geblieben oder so. Achso, da war die Fackel drin, ne? Genau. So, das Brett das hier. Das Brett ist festgenagelt. Das konnte ich nicht nehmen. Ich hatte es mit dem Stein schon versucht. Ja gut, Wasser ist natürlich totaler Schwachsinn. Das kann man anscheinend auch nicht absägen. Kann ich das abfackeln irgendwie? Nee. Moment. Mit der Zange. Ach so, klar. Okay, dann nehmen wir das mal mit. Ich weiß aber ehrlich gesagt gerade noch nicht so genau, wofür. Mit diesem Brett laufe ich nirgendwo hin.
Bei der Länge hätte ich ständig Angst, irgendwas zu zerstören. Oder irgendjemanden. Hat er das Brett jetzt verloren? Hallo? Hä, das ist weg? Wo ist das Brett denn jetzt? Ach, da ist... Oh Gott. Okay, das heißt, ich muss irgendwas mit dem Brett hier drin machen. Soll ich das da vorhauen oder so? Soll ich das da einspannen? Also hier haben wir... Kann ich jetzt nicht angucken. Ich glaube nur den Whisky und das... Ich probiere jetzt einfach mal alles wie blöde aus. Also. Oh, Moment. Hä? Ich habe die Speerspitzen da jetzt eingeklemmt, ohne meine Finger zu verstümmeln. Der ultimative Beweis, dass man im Leben stets dazulernt. Okay. Kann ich das jetzt mit dem Brett schneiden? Ich werde mal versuchen, das Brett mit den Speerspitzen auf eine erträgliche Größe zurechtzusägen. Oh, perfekt. Okay, ganz sogar hatte ich jetzt nicht gerade gedacht. Ich dachte, wir könnten das Brett einklemmen und dann mit den Speerspitzen vielleicht irgendwie arbeiten. Aber jetzt sollte der das normalerweise nicht verlieren, ne? Die Frage ist nur, bringt uns das irgendwas? Müssen wir jetzt irgendwas hier mitmachen? Ich gehe nochmal nach oben gucken, bevor ich jetzt irgendwas... ach so, das musste man hier drücken. Bevor ich jetzt wieder irgendwie Scheiße baue... Okay, also da steht nichts drin. Kann ich denn... Moment, was kann ich denn jetzt... Ach, ich kann jetzt hier nur noch das Ding hier anklicken. Ja gut, okay. Es ist echt wie ausgestorben, ist es jetzt hier. So, das heißt, das Brett müssen wir irgendwo hier brauchen. Da brauche ich gar nicht jetzt hinzugehen, es sei denn, ich will das wirklich jetzt Feuerholz haben. Kann man hier irgendwas machen? Du kannst ja nur den Hebel bewegen. Kann man anscheinend auch nichts machen. So, haben wir Uhrbild, die beiden Dinger, Kronleuchter. Kronleuchter. Hä? Sitzt. Hä? Okay. Also spontan würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich soll der Kronleuchter da drauf fallen. Aber erstmal, warum soll er da drauf fallen? In diesem Kamin hat anscheinend schon seit sehr langer Zeit kein Feuer mehr gebrannt. Warum soll er da drauf fallen und fällt er überhaupt da drauf? Weil das sieht hier gar nicht danach aus, als ob er da drauf fällt. Ich probiere jetzt mal. Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Ich lasse den Hebel. Ja. Das heißt, wahrscheinlich ist das des Rätsels Lösung, aber wir müssen irgendwas machen. Da haben wir jetzt drei Sachen. Schemel, Brett, Kamin. So. Ich meine, gut, die Fackel, das wäre jetzt wahrscheinlich ziemlich dämlich. Brett, Schemel. Oh, Moment. Das kann ich aufs Brett machen? Und ich dachte, der Stein wäre nur fähig. Die Frage ist jetzt, funktioniert es jetzt? Ich meine, gut, es gibt eine Schleuder, also eine Hebelwirkung. Aber bringt mir das was? Und wenn ja, was? Oh, was war das? Moment. Totales Chaos. Hier, da ist was. Kaminabdeckung. Die ehemalige Abdeckung des Kamins. Okay. Die ehemalige Abdeckung des Kamins. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie ein Hut, aber ich glaube, wenn ich das jetzt versuche, auf das Ding draufzustellen, halten sie mich jetzt alle für bekloppt. Nee, Moment, das war, oder? Kann man das hier?
Nee, da ist nur noch der Sarg drin. Ich denke mal, hier muss man nichts mehr machen, weil die Sache mit dem Sarg ist ja. War das jetzt hier drin? Ist ja passé. Ich weiß nicht, kann man das da. Hört sich an, als ob ich wieder einen Tatsächlich. Mechanismus ausgelöst hätte. Okay. War jetzt eigentlich mehr eine Spinnerei. Aber okay, wenn es funktioniert, umso besser. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht müssten wir daraus noch einen Hut machen, aber dann wüsste ich auch wieder nicht wie. Also zum Glück hatte mir das jetzt, ja. Och nee, ich wollte mich veräppeln. Komm, die geht aber jetzt auf, oder? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Och nee. Wie soll ich das Ding denn jetzt noch öffnen? Wollt ihr mich denn? Oh. Wahrscheinlich muss ich noch irgendein. Ah, Gott, das ist doch nicht wahr. Ja, ich würde sagen, auch gerade mit einem Blick auf die Uhr, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Ich gucke mir dann nochmal genau dieses Bild an, ob da vielleicht noch irgendein Teil fehlt, aber ich wüsste jetzt nicht, was. Vielleicht muss ich dem die Fackel in die Hand drücken oder so. Das kann natürlich auch sein. Oder die Zange, wer weiß. Also, ja. Ich weiß es nicht. Ich werde es mal in der nächsten Folge ausprobieren, ob man dem jetzt noch die Fackel vielleicht in die Hand drücken muss oder ähnliches. Ich weiß nur nicht, wie lange das jetzt noch dauern wird, beziehungsweise ich weiß nicht, was uns jetzt dahinter erwartet. Wahrscheinlich auch eine Zwischensequenz mit vielen Fragen und so. Sollte ich denn überhaupt die Tür aufbekommen? Muss man ja auch dazu sagen. Deswegen würde ich jetzt sagen, mache ich hier mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.